durch Herzenskonzentration zu mehr Liebe und Verständnis. Kommentar zum 35. Vers des Yoga Sutra von Patanjali. Patanjali schreibt: Hridaye Chitta Samvit. Hridaya ist das Herz. Chitta heißt Verstand. Samvit heißt Verstehen und Wahrnehmung. Und so wird dieser Vers gerne interpretiert durch Samyama, liebevolle Achtsamkeit auf das Herz, kommt Verstehen des Geistes. Ja, mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag aus der Reihe Yoga Sutra. Und dies ist ein Vortrag aus dem 3. Kapitel, wo Patanjali beschreibt, wie man Samyama üben kann und welche Auswirkungen es hat, sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Hier geht es um die Körper-Samyamas, die Konzentration auf bestimmte Körperregionen. Hier geht es insbesondere auf Hridaya-Samyama, also Konzentration auf das Herzchakra. Also Herzchakra, auch Rit-Chakra genannt, oder hier nennt er es Hridaya, also das, was zum Herzen gehört. Was dieser Vers letztlich heißt: Wir können uns selbst und andere nicht wirklich allein verstehen mit dem Intellekt, sondern Herz ist wichtig. Antoine de Saint-Exupéry hat es auch mal so gesagt: Nur wer mit dem Herzen sieht, sieht richtig. Also im Herzen ist dieses intuitive Verständnis für dich selbst wie auch für andere. Wir können auch sagen, um dich selbst und mit anderen besser zu verstehen, oder dich selbst und andere besser zu verstehen, brauchst du Liebe. Andere kritisch anzuschauen, führt nicht wirklich zu verstehen. Es führt vielleicht zu Kritik. Aber letztlich, mit Liebe kannst du dich selbst besser verstehen und mit Liebe kannst du andere besser verstehen. Wenn du dich selbst besser verstehen willst, dann richte öfters deine Achtsamkeit in dein Herz. Introspektion kann auch heißen, du überprüfst deine Motive. Swami Shivananda empfiehlt jedem Aspiranten, regelmäßig zu fragen, aus welchen Motiven handle ich? Und die Bhagavad Gita gibt ja eine Menge von Kriterien, anhand derer man schauen kann, habe ich gerade eine spirituelle Einstellung im Leben? So kannst du durchaus auch intellektuell dorthin gehen. Du kannst auch die verschiedenen Emotionen und so weiter in dir spüren. Aber du kannst auch in besonderem Maße zum Herzen hingehen. Und du könntest, wann immer du die Introspektion übst und herausfindest, was gerade in dir vorgeht, zunächst ins Herzchakra gehen und auch zum Schluss ins Herzchakra gehen. So kommt die intuitive Vorgehensweise, so kommt das intuitive Verständnis deiner selbst. Oder auch wenn du einen anderen Menschen verstehen willst, dann gehe auch eine Herzensverbindung ein. Ich empfehle zum Beispiel, wenn du mit einem anderen sprichst, mindestens zu Anfang des Gespräches, spüre mit deinem Herz das Herz deines Gegenübers. Schaffe eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Und dann kommt ein intuitives Verständnis füreinander. Du kannst das sogar machen, bevor du in der Gegenwart des Menschen bist. Wenn du weißt, gleich gibt es ein wichtiges Gespräch mit einem Menschen, dann einen Moment lang spüre diesen Menschen von deinem Herzen her. Oder angenommen, du bist Psychotherapeut, dann bevor du jetzt zu sehr in die Details hineingehst, nimm dir einen Moment, um den anderen vom Herzen her zu spüren. Oder während der andere Mensch etwas erzählt, lausche nicht nur den Worten, sondern spüre auch mit deinem Herz sein oder ihr Herz. Oder auch in deiner Partnerschaft. Auch wichtig, Zeit zu nehmen, Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Ja, wenn man den anderen umarmt zum Beispiel, kannst du auch in der Zeit Herz-zu-Herz-Verbindung herstellen. Oder bevor du aus dem Haus gehst oder wenn du zurückkommst. Nicht nur wichtig, viel zu reden, besonders wichtig, Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Oder auch, wenn du ein Team führst, Teamleiter irgendwo bist und bevor du mit deinen Teamkollegen sprichst oder auch deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen,
spüre die Herzensverbindung. Oder auch morgens, bevor du aus dem Haus gehst, überlege, was sind die wichtigen Menschen, mit denen du heute zu tun haben wirst, und spüre sie von deinem Herzen, jeden mindestens eine halbe Minute. Es wird dir sehr viel leichter fallen, Menschen zu verstehen und gute zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen. Ja, in diesem Sinne kannst du überlegen, wen wirst du heute treffen? Und dann einen Moment Herzensverbindung herstellen. Und ich will dich gleich kurz dazu anleiten. Vorher aber noch der Abspann, eigentlich der Zwischenspann, denn danach will ich dich kurz zu einer Rit-Chakra-Samyama-Meditation anleiten. Nur kurz, mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Sitze also ruhig und gerade. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Und jetzt spüre in dein Herz hinein, das spirituelle Herz in der Mitte deiner Brust. Wichtig, jeden Tag dein Herz wahrzunehmen. Entweder so wie jetzt zwischendurch, oder natürlich auch bei Pranayama, bei Meditation Asana. Zunächst spüre die Mitte des Brustkorbs vollständig absichtslos. Vielleicht spürst du dabei auch Freude und Liebe in deinem Herzen. Jetzt stelle dir einen Menschen vor, mit dem du heute oder morgen zu tun haben wirst. Jetzt spüre mit deinem Herzen das Herz des anderen. Spüre Herzensverbindung und ignoriere alle anderen Gedanken und Gefühle. Spüre einfach nur die Herzensverbindung, dein Herz mit dem Herz des anderen. Om Shanti.